Ich sag schon mal an dieser Stelle herzlich willkommen zum Podcast Nummer 7. Heute der Nikita dabei, der CEO. Wir haben zwei neue Teilnehmer, die ich jetzt nicht kenne. Liebe Sigmar ist leider nicht dabei. Und der letzte Podcast haben wir gerade nachgeschaut, ist 3 Wochen her, ist also eine Zeit lang. Und der Podcast jetzt ist möglicherweise 1 bis 2 bis maximal 3 Wochen möglicherweise vor dem möglichen Vibe. Also, ich selber bin sehr, sehr aufgeregt, was da heute kommen wird. Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, willkommen gemeinsamlich an diesem Freitagabend. Es ist der erste Freitag des Dezembers. Ist heute der dritte? Ja, heute ist der 3.12. Und ja, die Urlaubszeit ist angekommen. Aber heute haben wir endlich mal wieder einen Community-Podcast. Und zwar der 7. Insgesamt der 7. schon. Wir haben tatsächlich heute einiges geplant für euch. Und natürlich starten wir heute. Geil. Ich muss ein bisschen. Ja, passt. Starten wir mit den Castern, die heute anwesend sind. Mein Name ist Nikki Ario. Ich meine, ihr kennt mich. Ihr seht mich jedes Mal bei den Podcasts. Willkommen an alle. Wir haben oben links Trent AU, der australische Emissär. Wie viel Uhr ist es bei euch drüben? 10.40 Uhr morgens. 10.40 Uhr morgens. Mitten in der Nacht praktisch noch. Dann haben wir Iron Fist. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn gesehen vorher. Wir haben Dan Exert. Oben rechts. Und natürlich The Man, die Legende, Nikita. Willkommen zusammen. Grüße. Hallo. Also, eine Sache haben wir noch, die ich unbedingt erwähnen muss an dieser Stelle. Wir übersetzen das Ganze in verschiedene Sprachen. Wir sind heute in verschiedenen Sprachen verfügbar. Achso, und die Links sind entsprechend zu sehen, genau. Nikita, aber zuerst einmal herzlichen Glückwunsch für 12.11. 12.11, finde ich persönlich, hat uns richtig viel Neues gebracht. Wir haben jetzt endlich, oder was heißt endlich, wir haben jetzt die Daily Quests. Wir haben wirklich viele neue Sachen, wie zum Beispiel die upgradete künstliche Intelligenz für die Scavs. Wir werden diese Punkte nochmal detailliert nachher, auf die Punkte detailliert eingehen. Aber ich möchte erstmal eure Meinung hören von den Castern, was ihr von der Unity Engine 2019 halt, wie findet ihr diesen Übergang, wie kommt ihr damit zurecht? Also, es war schwer für uns, sagt Nikita. Also es gab tatsächlich einige Probleme bei der Implementierung auf 2019. Und ja, wir haben relativ lange sogar daran gearbeitet. Wir mussten viele Dinge im Nachhinein noch optimieren. Die neue Version von 2019 zusammenzuführen mit dem Ganzen. Also wir warten zum Beispiel momentan noch auf einen Patch. Es ist alles noch nicht abgeschlossen, also wir sind sozusagen noch mitten dabei. Aber abgesehen davon ist das neue System wirklich sehr, sehr gut, sehr brauchbar für uns, weil wir damit viele neue Dinge entwickeln können. Es ist eine super Plattform für neue Entwicklungen und wir haben auch viele neue Dinge, die entwickelt wurden und die bald rauskommen werden. Einige Dinge sind sogar schon im Spiel. Ich kann euch leider in dem Moment gar nicht genau im Detail sagen, was wir verändert haben oder was wir in der Zukunft verändern werden. Einige Dinge können wir euch sagen. Es geht zum Beispiel um Ballistikveränderungen, um CPU-Auslastungen für eure Rechner. Wir haben in der Zukunft weitere Optimierungen vor, speziell auch für die Features von der Unity Engine 2019. Also da kommt schon einiges zusammen. Und was jetzt Patch 12.12 angeht, sind da auch viele Veränderungen, die sich speziell auf die Unity 2019 beziehen. Also
ohne diese Migration von 2019 hätten wir das nicht machen können. Und das Problem ist jetzt, dass wir halt noch ein paar Probleme beheben müssen durch diese Migration. Und diese Probleme betreffen dann auch direkt 12.12. Aber es sind keine großen Probleme, Gott sei Dank. Und wir werden diese Probleme bald behoben haben. Und mit Patch 12.12 wird sowieso alles wieder, also spätestens dann ist das alles behoben. Es ist momentan relativ hart für uns, also gerade in den letzten 3-4 Wochen war es relativ hart, weil wir wirklich uns voll konzentriert haben auf 12.12. Wir wollten es unbedingt noch dieses Jahr raushauen. Und das bedeutet, dass wir einfach viel, viel Arbeit hatten. Wir haben die Wochenenden komplett benutzt, um zu arbeiten. Wir haben konstant getestet, interne Tests gemacht ohne Ende, nicht externe Tests gemacht, Session-Tests gemacht, 12.12-Tests ohne Ende. Und ja, es war hart. Es war eine harte Zeit. Und das ist auch der Grund, warum es für mich nicht so leicht ist, darüber überhaupt zu reden. Also es fiel mir sogar schwer, also Zeit zu finden zum Reden. Es ist momentan wirklich sehr, 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 sehr viel zu tun. Und ja, seid nicht so gemeint von mir, ich bin etwas K.O. tatsächlich. Also ja, wir haben tatsächlich sogar aktuell über die Migration gesprochen und was wir sagen können, wir merken den Unterschied. Also wir merken den Unterschied tatsächlich. Ja, viele Leute haben ja auch gedacht, die Migration wird Probleme geben und dass es alles komplizierter machen wird. Uns ist ja klar, dass die neue Plattform ist, dass die ready sind, bereit für die Zukunft, für neue Einführungen. Und wir finden, es hat alles spielerisch gut geklappt. Ja. Ja, also es ist so, dass einige PC-Konfigurationen Probleme machen. Es gibt immer noch Probleme mit dem Sound, mit einigen Konfigurationen, es gibt Probleme mit kontinuierlichem Spielen. Also wenn man längere Zeit spielt, Runde für Runde für Runde für Runde, kann es bei einigen Systemen zu Problemen kommen. Das hat nichts mit dem Speicher zu tun, das hat andere Probleme. Und alle diese Dinge werden spätestens bei 12.12 behoben sein. Es ist nämlich gar nicht so leicht, diese Fehler zu identifizieren und zu fixen entsprechend, weil einfach so viel schon mit reinspielt. Da sind so viele Dinge, die eine Rolle spielen und um die wir uns kümmern müssen. Ja. Und ein bisschen den ganzen Prozess schwer machen. Ja, wir möchten dir trotzdem gratulieren für diese Migration. Also von unserer Seite aus sah das Ganze sehr gut aus. Sehr weicher Übergang. Es hat sehr gut geklappt. Und uns ist auch klar, dass es euch halt neue Tools gibt, um an dem Projekt besser arbeiten zu können. Also, dass wir gut vorbereitet sind für das Projekt und für die Entwicklung in Zukunft. Ja, also wir werden in Zukunft wirklich einiges implementieren können. Allein schon grafische Verneuerungen, Engine-Erneuerungen. Das ist einfach eine gute Sache. Ich hoffe, dass wir mit Hilfe des Unity-Teams die perfekte Version bekommen, um das Spiel sozusagen zu perfektionieren, was die Performance angeht. Soweit so gut erstmal, glaube ich. Die ersten Schritte sind okay. Und wir werden jetzt ganz wichtig sehen müssen, wie das Ganze in 12.12 wird, weil in 12.12 die ganzen Spieler zurückkommen werden. Und wir kommen dann von diesem Low, wo wir momentan sind, also mit wenig Spielern, in ein ganz krasses High, wo viele Spieler unterwegs sind. Und das wird nochmal sehr interessant. Ja, also wir haben viele, viele Dinge, was zum Beispiel Klettern angeht, Leitern besteigen, über Gegenstände springen, sich totstellen, also neue Animationen. Einige dieser Dinge sind schon fertig und werden in 12.12 kommen. Andere sind doch in der Entwicklung und kommen später. Einige dieser Animationen brauchen nämlich eine Veränderung des Contents. Also es ist nicht nur, dass eine Animation implementiert wird, sondern wir müssen das Spiel entsprechend anpassen. Das Level-Design, also die Maps sogar anpassen, damit man zum Beispiel über gewisse Gegenstände springen kann, dass das überhaupt Sinn macht. Und das erfordert auch noch viel Arbeit. Also
Also es ist für uns, das ist für uns jetzt nicht so eine schwere Arbeit, diese Animation zu machen und das alles fertig zu machen. Das ist gar nicht so, das ist nicht so schwer. Aber es besteht eben aus viel, viel, viel mehr Parametern, die damit auch verändert werden müssen. Und Game Features, die verändert werden müssen, die daran angepasst werden müssen. Und deswegen dauert sowas relativ lange und braucht auch viel Aufmerksamkeit von uns, dass wir da keine Fehler machen. Ja, for sure. Ja, natürlich. So, next, do you want to pick this one up, Trent? We have dailies, weeklies, and changes to Trader App. How do you feel about that? Dude, I love it. Was haltet ihr von den Dailies? Und von den ganzen. Also ich habe das Gefühl, dass die Dailies richtig viel gebracht haben. Sie bringen sozusagen Spieler dazu, wieder ins Spiel zu kommen. Also gerade Leute, die auch Pausen gemacht haben, die alles geschafft haben. Auch ich habe das Gefühl, dass selbst wenn du nicht im Endgame bist, also wenn du nicht einer der höchst gelevelten Spieler bist, dass du, egal ob du den Kappa-Container schon hast oder nicht hast, egal wie weit dein Progress schon ist, dass du jetzt wieder ein paar Aufgaben hast. Und auch für die Leute, die eben entweder Interesse haben an Hardcore-Runs oder kein Interesse haben an Hardcore-Runs, für all die ist es natürlich eine schöne Erweiterung. Ich finde das sehr, sehr gut. Also ich persönlich zum Beispiel habe momentan 7 Scuffboxen voll. Ich habe 7 Scuffboxen voll mit Scaff-Items, damit ich tauschen und bartern kann. Weil wir wissen nicht, was in Zukunft kommen wird. Und gerade was zum Beispiel Flash-Drives angeht, also USB-Sticks. Und wer weiß, vielleicht kann die nächste Mission lauten, finde 5 USB-Drives und ich habe die dann. Also ich persönlich finde diese Idee der Weeklies wirklich cool. Und ich bin neugierig, wie das da weitergeht. Sagen wir mal aus Entwicklersicht, gerade aus Nikitas Sicht, was Dailies und Weeklies angeht. Habt ihr das Gefühl, dass die Leute durch diese Dailies weniger Hauptquests machen? Ist das weniger geworden? Also das beruht auf den Spieler an sich normalerweise. Also ein Spieler, der schon sehr viele Vibes gespielt hat, für den ist es zum Beispiel viel angenehmer, diese Dailies und Weeklies zu machen. Es ist halt mehr interessant für ihn, weil immer wieder dieselben Quests zu machen, sind vielleicht nicht das Spannendste für so einen Spieler. Also momentan ist es gefühlt am besten für die Neulinge, für die Newcomers, das Spiel zu spielen, weil sie durch diese Quests Boosts bekommen, durch die Weeklies und Dailies besseren Progress haben. Also sie haben momentan, also die neuen Spieler haben momentan einfach sehr, sehr viele Gründe, das Spiel zu spielen. Und sie haben es insgesamt auch einfacher, die so Erfahrung zu sammeln und auch Erfahrungen im Spiel zu sammeln. Also es ist nicht so, dass dass alle Spieler jetzt plötzlich nur noch Dailies machen und Weeklies machen. Wir müssen wirklich daran denken, dass unsere Spielerschaft bei Escape from Tarkov sehr inhomogen ist, also sehr unterschiedlich ist. Einige benutzen Vorschläge, Guides von anderen Spielern. Also, es ist so, dass wir ja auch ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. Das Spiel wird sich in 12.12 auch nochmal grundsätzlich verändern. Und Spielmechaniken, die man vorher lernt, werden in Zukunft teilweise gar keine Rolle mehr spielen. So dass Guides, wie man zum Beispiel schnell levelt, oder andere Guides in Zukunft gar nicht mehr aktuell sind, weil sich die Regeln komplett verändert haben. Und ich finde, das ist etwas, was ich sehr, sehr toll finde, immer wieder neue Dinge zu haben, das Gameplay zu verändern, den Content zu verändern, das Ganze im Fluss zu halten. Ja, ich finde das auch sehr, sehr interessant, immer wieder neue Sachen zu machen, sozusagen, ja, auch die Quests immer komplett dynamisch zu halten. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, also wir haben auch einige neue Dailies und Weeklies in Entwicklung. Also wir sind noch nicht ganz fertig damit. Es ist immer noch in der Planung. Also es wäre jetzt die dritte Iteration dieser dynamischen Events und der Quests wird kommen. So in theory, like for next wipe, you could
level up proper without having to find gold pocket watch, and you know, you can almost carve out your own path in terms of leveling up, because dailies and weeklies now give trader rep as well. Ja, was auch interessant ist, dass die dailies und weeklies momentan eine Reputation dazu geben. Trader Reputation, so dass der ein oder andere, der die ein oder andere Quest nicht machen will, durch diese dailies und weeklies natürlich auch die Quest umgehen kann. Das ist absolut großartig und es erhält sozusagen die Leute bei Laune, weil sie unangenehme Sachen nicht unbedingt machen müssen. Also ich finde, ich hoffe, dass das so bleiben wird, sagt er, dass wir in Zukunft weiter diese Dailies und Weeklies haben können, als Grundbestandteil der Erfahrungen, die wir fürs Leveln bekommen, weil es meinen Level-Progress einfach beschleunigt und weil es mir Möglichkeiten gibt, Quests, auf die ich einfach keine Lust habe heute, nicht machen zu müssen und auf die Dailies ausweichen kann. Das ist einfach genial. People constantly, like, in the chat, typing about my glasses. Also die Spieler, der Chat schreibt die ganze Zeit über meine Sonnenbrille. Leute, ja. Ja, es ist meine neue Sonnenbrille. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Leute, ich bin so müde. Ich bin kontinuierlich müde. Ich bin komplett am Arsch. Ich sitze halt wirklich 24/7 hinter den Monitoren. Da kommt Licht rein durchs Fenster und das ist schon zu hell für mich. Es tut meinen Augen weh. Und das ist der Grund, warum ich hier die ganze Zeit eine Sonnenbrille trage. Sieht sexy aus, sieht super aus. Also lass die Brille ruhig auf, wenn es dir gut tut. Funky people, alrighty. Dan, wollen wir da vielleicht mal kurz ansetzen, was die Dailies und Weeklies angeht? Ihr hattet da, glaube ich, Vorschläge, was legendäre Quests angeht. Oder willst du, dass ich das gerade mache? Nee, ich mach das. Okay, also ich liebe die Dailies und die Weeklies. Und wir hatten eine coole Idee. Und zwar ging es darum, eine legendäre Aufgabe, die noch komplexer ist, noch schwieriger ist als eine normale Quest, möglicherweise einzuhalten. Also was anderes als geh fünfmal dahin, escape da fünfmal. Wir haben über eine Idee gesprochen, die so aussehen könnte, dass sie mehrere Stufen beinhaltet. Also du gehst zum Beispiel zu dieser Location, holst etwas daraus, gehst zu einer anderen Location, dann gibst es da aus. Wir haben sowas ja schon gesehen. Zum Beispiel Delivery from the Past ist so eine Aufgabe, wo du in mehreren Schritten die Quest erfüllen musst. Und wir können uns gut vorstellen, dass sowas in Kombination zu den Dailies, Weeklies oder in Zukunft auch Monthlies kommen kann. Vielleicht eine bessere Herausforderung. Ja, und mich würde interessieren, was du davon hältst. Klingt das nach einer guten Idee? Also wir planen immer noch globale Aufgaben. Und ich denke, wir werden erstmal sehen, wie diese globalen Aufgaben klappen. Es ist nicht mehr so viel übrig, was wir machen müssen, um das Spiel zu releasen. Und ja, natürlich gibt es noch ein paar große Herausforderungen, die wir machen müssen, bevor wir das Spiel releasen können. Und das Ding ist, dass wir unseren Progress nicht verlangsamen dürfen jetzt, so kurz vor Release. Ich bin müde, ich bin kaputt, ich bin fertig. Und wir versuchen es momentan zu vermeiden, uns das Leben sozusagen unnötig schwer zu machen. Die Hauptfeatures, die noch übrig sind, dass wir uns auf diese Dinge konzentrieren und versuchen voranzubringen. Da sind etwas kleinere Sachen dabei, es sind ein paar größere Sachen dabei. Ja, so legendäre Quests, klar. Es wäre cool, sowas im Spiel zu haben, klar. Aber wir stellen uns das so vor, dass wir das nach dem Release, solche etwas größeren neuen Aufgaben, nach dem Release implementieren. Und zwar als DLC zum Beispiel. Wir werden sehen. Habt ihr irgendwas geplant für die Game Awards? Nein, wir haben nichts in Sachen Game Awards geplant. Wir arbeiten. Wir sind die ganze Zeit am Arbeiten. Wir sind zu 100% nur in diesem Programm. Alles dreht sich um 12.12. Und wenn es zu irgendwelchen Events kommt oder irgendwelche Dinge kommt, dann müssen wir Leute aus dem Entwicklerteam abziehen, um Trailer zu machen, um neuen Content zu machen. Wir haben, also momentan
arbeiten wir nur für euch. Wir arbeiten nicht für Events, wir arbeiten für keine Oscars, wir arbeiten für keine Meetings mit irgendwelchen Präsidenten, wir arbeiten für nichts, was das Drumherum angeht. Wir arbeiten nicht für die, sondern wir arbeiten für euch. Und das ist einfach das Wichtigste momentan, dass wir das schaffen. Ich hoffe, dass das alles auch gut wird und alles zeitlich und pünktlich kommen wird. Wir haben große Hoffnungen, dass das in 12/12 alles klappen wird. Und ich sag euch, das wird das typische Ende des Jahresereignis. Also, wir haben es jetzt immer so gehabt, dass das Ende des Jahres immer was Großes für uns war. Es ist immer etwas Explosives dabei, etwas, was Phänomenales. Und wir wollen euch auch dieses Jahr wieder zum Ende des Jahres was Großartiges geben. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck. Ja, das klingt ja super. Das klingt ja echt super. Ja, er arbeitet nur für euch. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also, ich möchte auch nochmal hier Danke sagen, dass ihr trotz allem noch die ganzen Turniere unterstützt, die momentan laufen, und sonstige Events ja auch noch mit unterstützt. Ich möchte nur mal erwähnen, das Hand-Turnier, Evasion-Turnier, das italienische Turnier, was jetzt im Winter angesetzt ist. Das Deutsche. Ich soll an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen aus Italien. Also die sind alle sehr, sehr glücklich und sehr, sehr happy. Erwarten wir demnächst einen Tarkov TV Podcast? Ja. Wir erwarten ein Urlaubsspezial, ein Neujahrsspezial-Event. Wir werden das streamen. Es wird ein chilliger Podcast, ein chilliger Stream. Wir machen ein paar lustige Sachen. Wir werden so eine Art Interview machen bei dem Tarkov TV. Aber es wird auf jeden Fall irgendeine Spezialaktion geben, speziell auf das neue Jahr bezogen. Ich glaube, es wird eine tolle Sache. Und wir werden auch eine Ansprache halten, ein paar Wörter an euch richten, auch was das neue Jahr angeht. Also ja, wir wissen noch nicht genau, wann es kommt, aber es kommt vor Neujahr auf jeden Fall. Also ja. Super. Also, Nikita, ich muss die Frage stellen. Vibe in 12/12? Vibe in 12/12? Okay, ich überspringe die Frage. Ich streiche die Frage. Okay. Erwarten wir Drops in 12/12? Dieses Jahr. Ja, also da wird ein großes Neujahrs-Event kommen, ja. Es wird auf Twitch sein, es wird Drops geben, natürlich, genau wie letztes Jahr, genau wie das Jahr davor. Ja, es wird ein großes Drops-Event geben, natürlich, klar. Ja, da haben wir einige Sachen, die uns erwarten. Ich glaube, ihr arbeitet richtig hart, wir sehen das ja, was ihr hier alles ins Spiel implementiert und um die Community herum macht, ist schon beeindruckend. Also, Geduld, Chat. Wir werden zu den ein oder anderen Fragen früher oder später kommen. Wir haben noch Zeit. Ihr habt letztens über Ballistikänderungen getweetet. Das finde ich persönlich jetzt besonders interessant. Auch ein paar andere fanden das besonders interessant. Gerade Leute, die so ein bisschen mehr Background haben, was echte Waffenführung angeht. Versucht ihr, die Ballistikänderungen zu machen, um realistischer zu werden, um das mehr dem echten Leben anzupassen? Ja, also das System, was wir vorher benutzt haben, geht in die Richtung von Realismus. Und wir haben versucht, das Ganze zu verbessern. Also die Drops waren einfach, die Kugeldrops waren zu stark und die Flugbahnen der Geschosse waren zu unrealistisch. Wir haben auch dazu noch ein paar andere Dinge entdeckt, die uns nicht gefallen und die wir verbessern möchten. Aber nach dieser Ballistikänderung werden die Flugbahnen korrekt sein, also realistisch sein, der echten Flugbahn entsprechen. Da spielt eine Rolle, was die Energie eines Projektils angeht, die Geschwindigkeit, die
Die Kugel wird also sozusagen mit der, ihrer Geschwindigkeit auch stärker fallen. Sie wird an Energie verlieren. Der Schaden wird über größere Distanzen geringer werden. Die Penetration wird geringer sein auf Entfernung. Also diese Sachen werden alle sozusagen den Realismus von Flugbahnen und von Geschossen verbessern. Genauso kann es passieren, dass man unter anderen Bedingungen mehr Schaden macht, wenn eine Kugel über einen gewissen Zeitraum schneller wird, dass wir dann mehr Penetration haben und mehr Schaden. Also, wir haben die Ballistik für viele Munitionstypen verändert und angepasst. Es ist schwierig, an alle Informationen ranzukommen von unserer Seite aus, weil für viele Munitionstypen ist einfach kein Zugriff, was so auch gerade so militärische geheime oder schwer zu kriegende Munition. Aber wir haben das so weit wie es geht eruiert und angepasst und wir denken, dass die gesamte Physik mit den Waffen, mit den Läufen und so weiter immer besser wird. Und ich denke, dass es für den Spieler auch den Anspruch steigt, weil der Spieler teilweise auch mehr nachdenken muss. Er muss sozusagen intelligenter vorgehen und arbeiten, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Und nicht zuletzt wird auch die Malfunction, die Iterationsstufe 2, nicht einfach so zu beheben sein, so dass der Spieler nachdenken muss, was mache ich jetzt? Also, ich möchte an dieser Stelle nicht alles erzählen, was kommt. Ihr werdet es selber sehen, wenn Release ist. Es werden Patch Notes kommen, wir werden alles beschreiben, gar keine Frage. Aber einige Features werden wir nicht sagen und auch nicht direkt bei dem Patch sagen. Es werden Dinge sein, die nicht in den Patch Notes stehen. Also da sind immer noch Sachen dabei, die überraschende Überraschung sein sollen. Aber ich möchte noch eine Sache sagen zu den Ballistics, weil die Ballistics, das Überhitzen einer Waffe und das Verhalten einer Waffe wird in Zukunft mehr Erfahrung in diesen Dingen benötigen vom Spieler, um effektiv mit dem Waffensystem zu arbeiten. Also, natürlich wird jetzt nicht so eine große Veränderung sein für die Leute, die Waffenbefehlfunktionen hassen, weil wir werden eine Lücke einführen, wo die Waffe eben nicht mehr jammen kann. Ausnahme ist das Überhitzen. Also diese Lücke sozusagen wird überschrieben bei Überhitzung. Da kann die Waffe trotzdem jammen, aber das ist die Ausnahme. Ansonsten hat man halt diese Lücke, wo wirklich jeder 100% kein Jam hat. Und ich glaube, das ist der perfekte Mittelweg für alle Spieler, weil einige dadurch sozusagen das realistische Feeling haben können, während Leute, die gar keine Lust darauf haben, darauf verzichten können, indem sie immer wieder eine neue und saubere Waffe kaufen. Und ich glaube, das ermöglicht diesem inhomogenen Spielerfeld, jedem so für sich selber seinen Weg zu finden in dem Spiel. Und ja, Spaß zu haben an dem Spiel. Gleichzeitig überlegen wir natürlich, dass wir auch den Aufwand, den Spieler betreiben müssen, um solche Probleme zu beheben, mit irgendwelchen Dingen zu belohnen. Skills oder so. Also, es ist sozusagen nicht umsonst, wenn sich jemand damit beschäftigt und sich um seine Waffen kümmert und sie hegt und pflegt. Und also, es ist auf jeden Fall so, dass die Sachen, die kommen werden, nicht simpel sein werden, werden nicht einfach sein. Und das ganze Waffenverhalten wird sozusagen nicht mehr so einfach sein, sondern mehr skill-based sein. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Es ist, vielleicht ist das richtige Wort realistisch. Also, es erfordert sozusagen vom Spieler zusätzliche Kontrolle über das Waffensystem, um es gut zu beherrschen. Sagen wir es so. Also, wir werden in 12.12 diesbezüglich einige Veränderungen sehen, was Recoil angeht. Es wird sozusagen chaotischer, das Recoil. Chaotischer, mehr zufällig. Wenn du Full-Auto schießen willst, wird die Waffe
sich mehr unkontrolliert verhalten, aber auf eine zufällige Art und Weise. So dass vielleicht bei der anderen Waffe Burst mehr Sinn macht oder. Ja. Also nochmal, ich habe nie gesagt, dass Autofeiern einer Waffe nicht existieren soll oder zu stark ist oder sowas, das nicht. Aber es ist deswegen für uns auch nicht so leicht, das zu verändern. Also den Mittelweg zu finden. Das Hauptproblem bei diesen Veränderungen ist nämlich, dass wir diese ganzen Veränderungen selber testen müssen. Und das Testen ist sehr, sehr, sehr intensiv. Also das ganze Waffensystem, die ganze Mechanik dahinter, die Geschwindigkeit, das Recoil-System, der Vektor der Waffe, der sich verändert, das basiert alles auf physikalischen Gegebenheiten, auf physikalischen Gesetzen. Und es ist so, dass wir versuchen, diese Gesetze dem möglichst realistisch zu machen. Heißt das, wir werden in Zukunft vermehrt Burst-Fire sehen, weil momentan ist es so, Waffen, ich glaube, dass noch nie jemand Burst-Auto-Fire benutzt hat, also Semi-Auto. Wird es sozusagen Burst-Fire jetzt mehr gesehen werden und macht es das Schießen einfacher? Ja, möglicherweise, ja. Wird es so sein, dass Burst auf jeden Fall das Schießen leichter machen wird? Aber nochmal, das ist nicht so einfach zu sagen, weil in dieser ganze Waffenphysik so viele Faktoren einspielen, dass sich so viel verändert, dass ich es gar nicht 100% genau sagen kann, tatsächlich. Wahrscheinlich ist es so, ja. Aber höchstwahrscheinlich ist es so, dass die Veränderungen für das Recoil-System möglicherweise, dass wir das auf den ETS-Servern erstmal testen. Dass wir das auf die ETS-Server aufspielen und da erstmal testen, damit wir genau solche Sachen sehen können. Dass zum Beispiel Full Auto immer noch stärker ist, Autoburst und sowas, so wie es sein soll. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also wir versuchen halt, das System auch wirklich so weit anzupassen, dass alles seine Daseinsberechtigung hat und dass zumindest Burst-Fire und Semi-Auto-Fire zumindest in Zukunft nicht mehr so schlecht ist wie jetzt. Natürlich muss alles spielbar sein. Also ich mag es tatsächlich, wie das Spiel sich momentan verhält. Sagen wir direkt bezogen auch auf die Physik des Spiels. Es gefällt mir wirklich gut. Und wir wollen das nicht zerstören oder rückgängig machen. Wir wollen halt das noch besser machen. Ich denke, dass durch diese ganzen Veränderungen wird das Spiel in Zukunft anders gespielt werden. Gerade für Leute, die Full-Auto-Spielweisen gewohnt sind. Also Leute, die in den Raid reinrennen und Magazin für Magazin rausballern und im Autofeuer schießen, werden sofort eine überhitzte Waffe haben. Also es wird nicht so mehr so leicht sein, so zu spielen. Das wird einfach nicht mehr gehen. Man kennt ja diese YouTube-Videos, wo Leute Waffen abfeuern und Magazin um Magazin rausballern, bis die Waffe explodiert. Ja, ich weiß nicht, wie ihr alle darüber nachdenkt, aber ist auch egal, weil es wird kommen. Es wird kommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an Dan weitergeben. Ich möchte nochmal auf dieses Dokument hier eingehen, weil wir hier einen Reiter sehen mit Kalibrierung. Also Kalibrierung in Bezug auf Munitionstypen, die wir benutzen können. Also wir haben hier verschiedene Munitionstypen mit verschiedenen Penetrationsarten und so weiter. Du weißt ja, oder Dan weiß ja mehr. Dan weiß mehr. Lass mal Dan erzählen. Ja, ich möchte so das so gut wie möglich erklären, aber so schnell wie möglich erklären. Also, grundsätzlich ist es so, dass jede Kugel eine andere Geschwindigkeit hat. Und jede Waffe ist kalibriert für eine bestimmte Art von Munitionstypen.
Diese Informationen existieren teilweise nicht, sodass man auch nicht in einem Wikipedia-System oder ähnliches auf solche Daten zugreifen kann. Die Frage ist jetzt, ob der Spieler vielleicht einen Munitionstyp auswählen kann, nachdem das Rotpunktvisier kalibriert ist. Also zum Beispiel, ich spiele eine M4, spiele Unterschallmunition, dann wäre es ja so, dass die Rotpunkteinrichtung nicht auf die Kugel ausgerichtet wäre und ich komplett daneben schießen würde. Die Idee wäre, dass man über einen Dropdown zum Beispiel sagen würde, dass ich die und die Munition benutze und die Kalibrierung benutze, in Abhängigkeit von den Munitionstypen. Ich bin dagegen. Ja, also das ist so eine Idee, die wir mit der Community uns überlegt haben. Und haben sich viele positiv dazu geäußert. Ja, also ich verstehe den Punkt, klar. Und ja, es ist kalibriert, die Kalibrierung für einen gewissen Munitionstypen und für ein gewisses Scope. Also spezifische Scope, spezifische Munition. Ja, also so, dass du so zum Beispiel mit einer Waffe eigentlich nur diese eine Munitionsart spielen willst, nur Subsonics spielen willst, damit du die Kalibrierung nicht verlierst. Und für diesen Typus wird es besonders gut kalibriert sein. Ich verstehe den Punkt. Es macht Sinn. Ich glaube, die neuen Ballistik-Veränderungen werden sowieso euch dazu bringen oder zwingen, die Munitionstypen zu testen, um die neuen Drops zu lernen. Auf große Entfernungen werdet ihr jetzt ab 12.12 ganz andere Drops haben, andere Fallgeschwindigkeiten von Munition. Das System insgesamt wird präziser werden. Auf mittlere Entfernungen, also ihr werdet ja schon grundsätzlich einen Unterschied sehen. Und dass wir das in Zukunft noch weiter kalibrieren, ist auf jeden Fall gedacht. Und ja, es wäre ein schönes Feature, um das sozusagen noch schöner zu machen, noch realistischer zu machen. Ich finde das gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das implementiert wird, ja. Finde mir cool. Ja, vielen Dank, dass du diesen Vorschlag berücksichtigst. Finde mir cool. Prost darauf. Dankeschön. Reden wir über Lighthouse. Wir haben ja gehört, dass Lighthouse modular aufgebaut wird. Was heißt das eigentlich jetzt genau? Also habt ihr euch jetzt sozusagen insgesamt auf Lighthouse sozusagen fokussiert? Oder ist es so, dass gewisse Leute sich im Entwicklerteam auf gewisse Module in Lighthouse konzentrieren, auf bestimmte Kartenbereiche? Oder wie ist das? Nein. Also Lighthouse ist schon insgesamt komplett fertig. Also die Module beziehen sich sozusagen mehr auf die Bosse, auf die Boss-KI, auf den Händler, auf den Trader. Es ist kein neuer Ansatz, wie wir jetzt weiterentwickeln. Wir warten im Endeffekt auf Dinge wie Boss-Mechaniken, auf die Trailer. Und sobald Animationen fertiggestellt sind, bringen wir sozusagen die zweite Iteration raus und dann die dritte Iteration. Das sind die Module. Okay. Also der nächste Punkt wäre Voice-over-IP. Ja, also ich glaube, die Leute sind gespannt auf Voice-over-IP. Gerade Content-Creator freuen sich auf die Interaktionen. Viele Leute sind so ein bisschen vorsichtig und fragen sich, wie wird das Ganze funktionieren für Streamer und für Content-Creator, weil er jetzt dieser Proximity-Approach kommen wird. Ist es wirklich so jetzt, dass Proximity kommen wird? Braucht man Devices, um das nutzen zu können, um Voice zu haben? Und ist wirklich Proximity dann? Ist da Proximity da? Ja. Also, es wird so sein wie bei anderen Spielen auch, wie man es kennt. Ganz normales Proximity. Man kann es einschalten, man kann es ausschalten. Es wird ein Hotkey geben. Ihr könnt es in dem Raid ein- und ausschalten. Ihr könnt also Leute hören, die in der Nähe von euch reden. Ihr könnt einen Knopf drücken
Und alle Spieler, die ihr gerade hört, werden reported. Also es werden so viele, viele Mechaniken kommen, was das angeht. Im Grunde genommen sind das recht einfache Mechaniken, logische und einfache Mechaniken. Prinzipiell ist es so, dass wir ein Radiosystem bekommen und ein Radio-Chat bekommen und über dieses Radio sozusagen das Voice-over-IP funktioniert. Dieses Radio wird getrennt sein vom Proximity, aber es ist so, wenn du in dein Radio reinsprichst, können Leute in der Umgebung hören, wie du dein Radio benutzt, weil du eben in der Nähe bist. Könnte man zum Beispiel dann über dieses Voice-over-IP Soundeffekte einblenden, zum Beispiel einen Granatensound, Schüsse, Explosionen. Also ich meine, im Krieg gibt es viele Tricks, um einen Gegner auszutricksen. Also, wenn du irgendwas machen willst, um mit deiner Stimme zu improvisieren, ist das okay. Wenn du eine Granatenexplosion laufen lässt, dann wirst du hören, dass es über Voice-over-IP laufen wird. Also es ist nicht so, dass du Leute damit veräppeln kannst. So funktioniert das nicht. Man kann es nicht abusen und deswegen ist es auch absolut erlaubt. Wenn du aber Musik spielst oder bad words, schlechte Wörter benutzt, Beleidigungen machst und so weiter. Also im Grunde genommen ist es so, es sollte eigentlich ziemlich logisch und einfach sein, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Natürlich wird es immer wieder Leute geben, die Grenzen austesten werden und Dinge ausprobieren werden, die nicht okay sind. Das wird dazu führen, dass Leute gebannt werden und ihre Accounts verlieren. Es ist auch so, dass Leute vorgewarnt werden, also wenn du zum Beispiel eine Runde startest und Voice-IP benutzen willst, bekommst du ein Warning-Schild, von wegen Achtung, Achtung, sie sind vorgewarnt, achten sie bitte auf ihr Verhalten. Also das wird schon alles so funktionieren. Ja, ich freue mich drauf. Ich warte schon sehr, sehr lange drauf. Bin sehr, sehr gespannt, wie das kommen wird. Also, gut, kommen wir auf den nächsten Punkt. Inertia. Willst du anfangen mit Inertia? Ja, also, wir wissen ja, Inertia kommt in 12.12. Und Inertia ist ja wirklich ein heißes Thema für viele Leute. Die Leute verstehen Inertia so, dass sie eben andere Spiele gespielt haben, zum Beispiel PUBG. Und PUBG ist ein Spiel, wo man durch das Inertia-System das Gefühl hat, relativ langsam zu sein. Also das Bewegen ist langsam. Man hat das Gefühl, man läuft durch eine dicke Masse. Okay. Du hast Inertia vielleicht getestet auf dem ETS? Ja, ich hab's. Wir durften nicht drüber reden. Alles unter NDA, wir dürfen nicht drüber reden. Aber okay, ja. Wir haben es getestet, ja. Okay, ja, er darf jetzt frei reden darüber. Okay, ja, ich hab's getestet, sagt er. Ja, ich mochte es. Also ich bin auch jemand, der generell sich gefreut hat auf Inertia. Und ich war schon immer ein Fan davon. Ich hab das Gefühl, dass ihr einen Weg sucht sozusagen, um auch nicht es zu krass zu verändern. Die Frage ist, wird das denn so kommen oder wird das noch krasser? Also nochmal, oder anders. Das Inertia-System ist einfach ein riesen Feature, was kommen wird, was aber jetzt nichts Neues ist. Das Inertia-System ist etwas, was notwendig ist und eigentlich hätte Inertia schon vor Ewigkeiten kommen müssen. Es ist eine absolute Notwendigkeit und ein Grundbestandteil müsste es schon längst sein von dem Spiel. Es ist sozusagen absolute Basic. Also in dem Sinne, es ist nichts Neues. Es ist einfach eine Standardmechanik, die schon vor Jahren hätte drin sein müssen, wie bei jedem anderen Spiel auch. Es ist sozusagen für Spiele, die Inertia-Systeme nicht benutzen, natürlich
eine schwere Umstellung, wenn dann Nerds ja dazu kommt, für Spiele, die so ausgelegt sind. Aber es ist nicht so, dass Inertia-System alles komplett drastisch verändert, sondern es ist so, also Inertia wird das Spiel verändern. Es wird verändern, wie die Waffen zu tragen sind, die Rüstungen zu tragen sind, die Bewegungen. Im Endeffekt war das Hauptaugenmerk oder das Wichtigste, dass man dieses Side-Strafing endlich wegbekommt. Dieses AD-AD-AD-Movement, dieses schnelle Rauspieken, dass wir das endlich weghaben. Also, ihr werdet alle sehen, wie das sein wird, wenn es so listet. Ich denke, es ist sehr gut. Ich glaube, dass einige der Inertia-Features besser sein könnten, ja, vielleicht. Aber dass sie so rauskommen, heißt nicht, dass sie so bleiben müssen. Wir werden das alles anpassen können in Zukunft, wenn es Sachen gibt. Aber ihr seht selber, wir testen das Ganze. Und wir hören jetzt auf das Feedback der ETS-Tester. Ja, also ich habe es auf dem ETS getestet. Ich bin beeindruckt von dem Inertia. Ich glaube, dass es gut wird. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, wenn ich höre, wie ihr das alles plant, auch mit der Waffenüberhitzung und das Ganze drumherum. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir möglicherweise in Zukunft Kämpfe haben werden, die eben nicht nach ein paar Kugeln, nach einem Magazin vorbei sind, sodass Kämpfe länger dauern, dass man sich Gedanken machen muss, wie man diesen Kampf angeht, dass man sich teilweise 30, 40, 50 Sekunden lang in einem Kampf befindet und sozusagen einfach planen muss. Ich kann zum Beispiel nicht einfach ins Offene rausrennen und den Gegner erschießen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht wegen dem Inertia-System. Es wird sozusagen mehr Intelligenz erfordern. Ja. Also viele von euch denken ja immer, dass wir so vernarrt sind in dieses Hardcore-Gefühl und dass wir es immer härter, 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 härter machen. Also ist es nicht. Also das Spiel muss Hardcore sein, es muss realistisch sein, aber es muss auch spielbar sein und alle drei Punkte so gut, wie es eben möglich geht. Und ich denke, dass 12.12 einfach sehr, 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 sehr große Veränderungen bringen wird für alle Spieler und viele Features reinbringen wird. Sowohl für Anfänger eher und auch für erfahrene Spieler. Das neue Verhalten der Waffen, dieser realistische Approach, du hast Gewicht am Körper, du spürst jetzt deinen Körper, dass deine Waffe überhitzen kann. Du hast diese Recoil-Veränderungen, diese Unkontrollierbarkeit der Waffen. Wir denken, dass es auf jeden Fall das Spiel besser machen wird. Natürlich ist uns bewusst, 100%, dass es Leute gibt, die das nicht mögen werden. Ja, ich bin... Sorry, was soll ich sagen? Sorry für die Leute, die es nicht mögen. Das Spiel muss sich weiterentwickeln. Es muss sich verändern und es muss besser werden. Ich habe noch eine Frage hier, dass die Waffe, wenn sie überhitzt, glüht oder raucht. Sieht man das? Wird man das sehen? Wirst du sehen. Ja, also nochmal, so viele Sachen, die ich gesagt habe. Ich bin ein Fan von Überraschungen. Ich möchte nicht alles preisgeben hier an dieser Stelle. Ich selber denke, dass man frustriert ist, wenn man alles vorher verrät und nichts mehr hat. Mir ist es wichtig einfach, dass ihr Überraschungen habt beim Release. Wartet also auf die eine oder andere Sache und freut euch dann, wenn es soweit ist. Ja, also ich freue mich. Es klingt... Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Scar gesehen für 12.12. Wir haben Kalaschnikow-Erweiterungen gesehen. Die Shotgun haben wir gesehen. Gibt es irgendwas noch, was du vielleicht noch im Petto hast? Was du zeigen kannst? Oder zeigen willst? Ich habe jetzt nichts Spezielles, was ich euch... Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt, Screenshots oder so vorzubereiten. Aber warte mal. Warte, ich kann euch doch was... Ich kann euch einen Screenshot zeigen. Ich zeige euch einen Screenshot. Sneaky freut sich super. Wie ein Kind. Super geil.
Also wir kriegen einen Screenshot gezeigt. Wir kriegen einen Screenshot. Am 12.12. Weiß ich nicht, Fluchti, wäre cool. Wissen nicht schon, wie es im März weitergeht? Also geplant ist jetzt Lighthouse und dann die erste Iteration von Streets, zweite Iteration von Lighthouse, dritte Iteration von Lighthouse und der Flughafen soll auch noch kommen, ne? Und bei Release dann die Intro-Map. Das war so der Plan. Lever-Action? Any M249, PKP, LMGs? Yes. Kommen noch irgendwelche Maschinengewehre rein? Irgendwas? Ja, kommt rein. LMGs? Die SCAR-L? Kommt die SCAR-L? Kommen beide Varianten? SCAR-H, also SCAR-H und SCAR-L? Ja. Ja. Ja, kommen beide. Okay, warte mal kurz. Ich möchte noch ganz kurz was zu sagen zu Inertia. Also die Zeit nach dem Rennen, die Waffe in Anschlag zu kriegen, ist momentan ja sehr, 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 sehr schnell. Wird das sich verändern? Das ist etwas, was wir im Auge haben, ja. Ja. Also das ist tatsächlich etwas, was gar nicht so leicht ist zu verändern. Wir werden es 100% ändern, ja. Das ist wichtig. Also dieses ohne Zeitverlust in ADS reinzugehen. Also es wird sich verändern. Ich überlege gerade, wie ich das. Also einige, sagen wir mal so, einige Waffen werden sich schneller verhalten, anfühlen. Andere werden sich langsamer anfühlen. Und das kommt noch zusätzlich zu diesem Faktor, dass man in Zukunft nicht mehr sofort in ADS kann. Aber wartet mal gerade, ich habe hier noch ein paar Screenshots, aber ich hoffe, die sind okay für euch. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu schlecht. Ne, ist okay, sagt er. Hauptsache Screenshots. Pesley ist gerade da und Pesley fragt einfach nur, wann? Mehr nicht, er fragt nur, wann. Okay, also kann ich beantworten. Mittwoch oder Donnerstag? Mittwoch oder Donnerstag? Okay, also Mittwoch. Mittwoch auf Donnerstag. Ich glaube, jetzt haben wir es offiziell gehört. Also Mittwoch auf Donnerstag. Mittwoch auf Donnerstag. Nur welchen Mittwoch auf Donnerstag? Hast du jetzt auf Tag auf diese Kasse bekommen? Auf Customs nicht, HK, ne? Auk 3 kommt auch irgendwann. Okay. 22.12. auf 23.12. Okay, ich muss kurz das Bild dunkel machen, damit ich nichts leake. Breite gerade den Screenshot vor. Oh, das sieht spannend aus. Es sieht aus wie eine neue Location. Okay, Chat. Okay. Halt eure Hosen fest. Wir werden das mal gerade hier reinpacken. Okay. Moment. Ich werde es hier reinpacken. Ich werde es euch in ein paar Momenten, Sekunden zeigen. Und here we go, Chat. Ich muss ein bisschen kleiner machen. Oh. Here we go. Also die Waffe macht sehr viel Spaß zu nutzen. Es ist so, diese schweren Waffen, die wir kennen, das wird einfach nur lustig.
Ich mag diese Waffe. Wir haben verschiedene Lauflängen für die doppelläufige Shotgun. Wir haben noch nicht so viele Versionen. Aber ja, es wird cool. Der Sound ist cool. Der Sound klingt sehr, sehr gut. Können wir die Waffe selber verändern im Hideout? Also absägen? Aus einem langen Lauf einen kurzen Lauf machen, indem wir den Lauf absägen? Ja, es wird momentan so sein wie bei der Mosin. Also langer Lauf, kurzer Lauf. Wir haben momentan noch keine Rezepte dafür, aber wir werden sehen, ja? Wir werden sehen. This one's yours. This next one, the suggestion for the story mode implementation. Denn, nochmal zu dir, du hattest noch einen Punkt mit der Story. Also die Implementierung der Geschichte. Ja, das ist etwas, was mich schon seit langer, langer Zeit interessiert. Die Geschichte von Escape from Tarkov. Also, meine Frage ist, ich muss überlegen, wie ich das am besten ausdrücke. Also Tarkov ist ja ein Multiplayer-Spiel. Werden die Spieler die Story gemeinsam durchspielen? Und welche Art von Erfahrung können wir erwarten von der Story, wenn das Spiel released ist? Also, du wirst das Spiel durchspielen können, zum Beispiel mit deinen Kumpels. Aber es ist nicht so eine Art kombinierte Koop-Erfahrung. Also jeder muss seine eigenen Aufgaben erfüllen. Es ist möglicherweise in Zukunft möglich. Also diese Story-Quests sind momentan, weil wir uns so sehr auf 12-12 konzentrieren, kurzzeitig eingefroren. Also wir haben jetzt an der Story nicht so viel weitergemacht und wir werden mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Also die Idee ist auch, dass wir vielleicht einführen, dass wenn Leute zum Beispiel dieselbe Quest machen müssen und in einer Party reingehen, dass dann auch, wenn einer die Quest erfüllt, alle zusammen die Quest erfüllt bekommen. Aber wie wir das jetzt im Detail machen und auch speziell in Bezug auf die Story, werden wir tatsächlich erst erfahren, wenn released wird. Weil das ist etwas, was nicht vor Release veröffentlicht wird. Die Story ist eine der großen Sachen für Release, für die Freigabe des Spiels. Ich rede jetzt nicht von Streets of Tarkov, das ist was ganz anderes. Also, aber die Story wird wirklich nur intern getestet, also auch nicht auf ETS-Servern oder ähnliches. Und ist wirklich einer der Hauptbestandteile in Zukunft des Spiels. Und ich möchte auch, dass es etwas Spezielles bleibt. Es ist auch nicht so, dass du jeden Vibe dann diese Story neu machen musst. Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich möchte nicht hören, dass Leute, diese Story-Quest habe ich schon 2-3 Mal gemacht, die muss ich jetzt nochmal machen. Nein, das ist also wirklich eine spezielle Sache, die separat laufen wird. Also es wird eine große Überraschung, eine tolle, große Sache. Ja, finde ich super. Vielen Dank für diese Information. Kannst du mir, der Chat fragt, ob du ein Beispiel geben kannst für eine Story-Quest. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Beispiel kriegen. Okay, so probably not right off the bat, but maybe in the future. There you go. As in pistol holster. Yeah, like this with the just like, you know, put it in your pistol holster and, you know, and here we go. Whip it out. Yeah. I think it'll be much more of like a scav weapon than anything, right? Probably. So like the double barrel is like the basic. Ah, die doppelläufige Shotgun. Yeah. Also die doppelläufige Shotgun wird in Zukunft möglicherweise eine der Basiswaffen überhaupt für die Scavs sein. Also viele Scavs werden damit rumlaufen. Und was auch kommen wird, ist ja der Revolver, der neue Revolver mit den großen. Das wird sehr spannend sein auf jeden Fall, die neuen Waffen. Wir haben abgesehen davon jetzt aber noch eine Frage. Die Frage ist ein bisschen strange.
recently and they were asking about Steam Deck and Linux support through Battle. Also, wir haben eine Frage über Steam Deck really und den BattleEye Support. Also, ob sozusagen BattleEye Module in das Steam Deck eingebaut werden. Also, ist da irgendwas geplant, dass da sozusagen die plattformübergreifenden, also dass die plattformübergreifend funktionieren? Also wir sind, also ja, es gibt Pläne, was die, was BattleEye angeht und Steam und die Vereinigung, aber ob wir das jetzt später machen, also das ist etwas, was momentan noch kein Thema ist. That's almost it. There's just a few things that we wanted to say about tourneys and things, you know, tournaments to look out for. But, okay. Chat. Any more questions? And of course the casters as well. If you guys have any more questions. To ask Nikita, eating a tea. Machen wir Hakan. That's already been a thing. We've spoken about that. In fact, that was an old system, wasn't it, Nikita? That was taken healing out. Healing teammates. Yeah, healing teammates. Yeah, and interacting with player bodies and stuff. Yeah, I've already said about yeah, it. Yeah, it's ja, also da sind noch einige Fragen, wie es ist mit Animationen, die Teamkollegen heilen und so. Aber das sind alle Fragen, die wir noch haben, sind Fragen, die jetzt schon mal, die schon mal angesprochen wurden. Ja, also wir haben also was mich noch interessieren würde, Aktionen, die sozusagen außerhalb des Spiels stattfinden. Also ist es geplant, dass man sozusagen Dinge erweitert, also außerhalb des Spiels sozusagen die Gesamtumgebung, dass man da irgendwas noch hinzufügt, um das Ganze größer zu machen? Different kind of proposals from different movie studios to produce. Also wir haben tatsächlich einige Angebote von Filmproduktionsfirmen, die Interesse haben, tatsächlich da weiterzumachen mit Tarkov-Filmen und neuen Episoden und so weiter und so fort. Momentan durch Corona ist das Ganze auf Halteposition. Wir machen momentan nichts. Wir werden das abwarten müssen und werden sehen, was wir da noch machen können. Also die Produktion von neuen Filmen oder von neuen Folgen für die Tarkov-Serie erfordert wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und mein Fokus ist einfach momentan, ich möchte dieses Spiel fertig haben. Und so ein großes Projekt würde einfach zu viele Ressourcen nehmen. Also ich sage nicht, dass ich es nicht machen möchte. Oder dass wir das nicht machen möchten. Und ich habe ja noch, ich habe zusätzlich noch durch andere eigene Projekte auch Erfahrungen gesammelt mit solchen Filmproduktionen. Aber ich bin mir nicht sicher, wir werden das machen, aber ich bin mir nicht sicher, wann der perfekte Moment dafür ist, da wieder ranzugehen. Also der Fokus liegt wirklich daran, das Spiel fertigzustellen. Und dann wir gucken, ob drumherum irgendwie noch Zeit ist, was zu machen. Momentan ist einfach wenig Zeit für solche extra Sachen. Aber wir werden sehen. Vielleicht entsteht ja noch irgendwo ein Wunder. Und wir kriegen noch Zeit und Platz, da was zu machen. Ja, wer weiß, wer weiß. Alles eine Frage der Zeit. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich extrem zeitaufwendig. Verstehe ich schon, klar. Also allein schon nach dem Set, nachdem aufgenommen wurde, muss die Postproduktion funktionieren, du musst die Leute koordinieren. Das ganze Projekt, oder so ein Projekt eines Films, erfordert einfach unglaublich viel, 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 viel Zeit. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Allein schon diese Postproduktionszeiten hinzukriegen, ist absolut, absolut irre. Also das Aufnehmen selber hat wirklich Spaß gemacht. War sehr, sehr geil. Die Aufnahmen selber war sehr cool, war eine coole Erfahrung. Hat viel Spaß gemacht. Aber was danach kam, also gab es eigentlich unglaublich viele Probleme und unglaublich viele Schwierigkeiten. Also die eigentliche Arbeit war nicht die Aufnahme der Serie, sondern die Produktion danach.
Broken Russian, you say, or something. Werden noch zusätzliche Voice Lines kommen in Zukunft, also gebrochenes Englisch, okay, gebrochenes Russisch oder sowas. Ja, das sind Pläne. Also das wird jetzt noch nicht im nächsten Patch kommen, aber in den nächsten Patches, ja, wird sowas kommen und es werden noch viele weitere Dinge kommen. Also ich wurde noch oft jetzt über Offline-Koop gefragt, also Offline-Kooperationsspiele, ob da was geplant ist. Also ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt. Es wird es erstmal nicht geben. Wir haben über die Möglichkeiten oft gesprochen, das zu machen. Es wird halt bei Release erst, also es ist eine Sache, die, wenn sie kommt, dann sehr spät kommt. Also erst bei Release und aber nicht vorher. Eine Frage, wird man vielleicht irgendwie sehen können, wie lange eine Leiche schon, also wie lange ein Spieler schon tot ist? Temperaturmessungen von Spielern, um zu sehen, ob die Leiche da schon lange liegt? Werden wir sehen, ja? Werden wir sehen, vielleicht. Interessante Idee. Okay, also wir werden noch mehr dieser Fragen sammeln. Wir sammeln eure Fragen. Wir sind Emissäre bei Escape from Tarkov. Kontaktiert, wenn ihr Fragen habt, euren lokalen Emissär. Aber ja, für heute im Endeffekt, wir haben eigentlich alles besprochen für heute. Also Leute, wir bedanken uns auf jeden Fall bei Nikita, dass er heute hier an Bord war, dass er sich eine Auszeit genommen hat von seinem harten Zeitplan. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für alle, die dabei waren, die hier zugeschaut haben. Wir haben heute Freitag, den 3.12. Die Urlaubszeit beginnt. Schaut euch gerne die Live-Übersetzungen an, das Original an, wie ihr möchtet. Morgen geht das italienische und englische Winterfinale los, Turniere. Dann haben wir das Evasion-Duo-Turnier. Italien legt auch bald los. Leute, viel, viel Turniere wieder momentan. Wir sagen schon mal Tschüss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nikita sagt, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Wenn jemand Lust hat, schaut gerne auf meinem Instagram vorbei. Ich denke, dass in ein paar Minuten etwas gepostet wird auf Instagram. Ich denke, es könnte für die Fans des Spiels interessant sein. Also in ein paar Minuten. In 5 bis 10 Minuten wird was gepostet. 5 bis 10 Minuten? Okay. And I will see you all very soon. Okay. Also, können wir einmal, also schaut vorbei bei BSG, bei Nikita auf Instagram und wir werden uns das nächste Mal sehen. Vielen Dank. Ciao, 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 ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nikita. Ciao, 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 ciao. Es war ein neuer Insta-Post. Ja, 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 ja. Neuer Insta-Post. Ach du Scheiße! Was? Wie, was? What? Wo hast du das Bild her? Ist das ein Fake? Das ist alles scharf. Hä? Wo hast du dieses Bild her? What's the shit? Ein Forum? Ach, guck mal, wie detailliert das ist. Ach, du Scheiße. Krasse Quali. Holy crap. Ach, du Kacke. Ja, okay, gehen wir mal auf die Uhr. Ich will erstmal die Umgebung checken.
Holy moly. Also, wenn wir uns den Screenshot anschauen und hier unten auf die Uhr zoomen und maximal zoomen, dann kommt tatsächlich der 23. raus. Und es wäre am Mittwoch, wenn Nikita im Podcast gesagt hat, es wird alles passen und es passt in einem Poster, als Nikita sagt, wir wissen bereits, wann 12.12 kommt. Und hier auf der Uhr ist der 23. zu sehen. Verdammt viele Zufälle, ne? Holy moly.